Nun kommen wir zu einem Thema, dem Einheitskreis, der von Schülern meistens immer etwas schwer zu verstehen ist. An diesem Einheitskreis können wir wunderbar nämlich den Tangens ablesen, was der für Werte annehmen kann. Wir zeichnen also einen Kreis mit einer Einheit. Ungeschickt wäre es natürlich, diese Einheit auf 1 cm zu legen, dann wäre der Kreis relativ klein. Nein, ich habe es jetzt so gewählt, 5 cm sind quasi die Einheit 1. Also ich mache quasi nach 15 cm die 1 hin. Dann wähle ich einen beliebigen Punkt und zeichne mit dem Ursprung dann ein rechtwinkliges Dreieck, also vom Ursprung einfach so weit, wie der Punkt geht und dann nach oben. Wenn ich so ein rechtwinkliges Dreieck habe, dann kann ich natürlich da alles Mögliche anstellen. Ich kann Pythagoras bestimmen oder ich kann natürlich auch Zusammenhänge zwischen Winkeln und Strecken herstellen. Denn ich weiß ja, dass zum Beispiel der Tangens Alpha, also dieser Winkel, gleich Gegenkathete durch Ankathete ist, also 0,8 durch 0,6. Und das ist jetzt in dem Fall 1,33. Also, je weiter ich den Punkt P natürlich verschiebe, wird sich dementsprechend das Ganze ändern. Später werden wir auch merken, wann das Ganze dann keinen Wert mehr annimmt. Ja? Also, der Wert hier wird kleiner, wenn ich den P-Punkt nach oben nehme und der Wert hier wird größer. Das heißt, Gegenkathete durch Ankathete wird damit dann natürlich auch größer, wenn der obere Wert größer und der untere Wert kleiner wird. Für diesen beiden Werte sind es 1,33. Und wir benennen das jetzt ganz eben nicht mit Gegenkathete durch Ankathete, sondern mit y und x. Warum? Weil wir dann nämlich sehen, dass wir diesen Zusammenhang eigentlich schon wunderbar kennen. Denn das ist doch nichts anderes als die Steigung in der 9. Klasse. In der 9. Klasse habe ich doch, wenn ich diese Gerade zwischen 0 und p gehabt habe, dann habe ich doch die Steigung berechnet, indem ich quasi geschaut habe, wie viel muss ich nach rechts und wie viel nach oben und habe dann y durch x als Steigung berechnet. Witzigerweise ist es hier genau das gleiche wie Tangens Alpha. Und das ist auch schon etwas, was wir hier dann feststellen können. Für jeden Winkel Alpha lässt sich eine Steigung zuordnen. Das heißt, wir können tatsächlich, wenn wir den Winkel zwischen der x-Achse und dieser Geraden hier haben, können wir die Steigung bestimmen, indem wir einfach den Tangens von diesem Winkel nehmen. Das ist ein Zusammenhang, mit dem wir jetzt auch recht viel anstellen können. Tangens Alpha ist die Steigung m. Heißt also, wenn ich die Steigung von dieser Geraden hätte, dann könnte ich auch den Winkel zwischen der x-Achse und dieser Geraden bestimmen. Oder andersrum, wenn ich diesen Winkel habe, kann ich die Steigung von dieser Geraden berechnen. Ja, es wird sich jetzt hier weiter bewegen und man sieht es ja auch, die Steigung, wenn man hier nach oben weitergeht, die wird immer weiter ansteigen, also wird größer werden die Steigung und so wird es auch mit meinem Tangens Alpha sein. Je höher das nach oben geht, desto höher wird die Steigung und desto höher wird auch natürlich Tangens Alpha. Und je weiter ich hier runtergehe, desto flacher wird es, desto flacher oder kleiner wird die Steigung und so ist es auch mit meinem Tangens Alpha. Das wäre der erste Zusammenhang. Jetzt gibt es noch einen zweiten. Wenn jetzt der Punkt P hier drüben ist, dann ist auch klar, die Steigung ist jetzt, ich habe jetzt genau dieselben Werte genommen, 0,6 und 0,8. Die Steigung berechnet sich ja auch aus y durch x. Nur haben wir hier einen negativen Wert, also auch eine negative Steigung und einen negativen Tangens Alpha. Wenn ich jetzt diesen Winkel berechnen wollte, ja, dann geht es jetzt hier nicht mehr mit ganz normal mit diesen 53 Grad hier drin. Denn, und das ist das Wichtige beim Einheitskreis, man kann immer nur den Winkel betrachten mit der positiven x-Achse. Also das heißt, ein Schenkel des Winkels muss der hier sein, den ich gerade nachfahre. Und der Winkel ist jetzt 127 Grad. Nur dieser 127 Grad, der ist in keinem rechtwinkligen Dreieck drin. Deswegen muss ich da einen kleinen Trick anwenden. Der Tangens von 180 Grad minus Alpha, also das wären die 127 Grad, der ist minus Tangens Alpha. Also hier drin haben wir jetzt zum Beispiel die 53 Grad. Von dem 180 Grad minus Alpha, dann gibt es genau diese Formel. Das heißt nichts anderes, wenn ich quasi den Gegenwinkel oder den anderen Winkel hier nehme, um das zu berechnen, brauche ich dann eben diese Formel und dann weiß ich einfach an dieser Stelle, dass meine Steigung negativ sein muss, beziehungsweise wenn mein Punkt P hier drüben ist, dass ich dann eine negative Steigung habe. Ist ja auch klar, denn in diesen beiden Quadranten, wenn es drin war, war immer die Steigung negativ. Also nochmal zusammengefasst, wenn der Punkt P hier drüben ist, habe ich eine negative Steigung und natürlich wird mein Tangens Alpha auch negativ, wenn ich diesen Winkel betrachte. Beispiel, was man damit anstellen kann, der Tangens von 53 Grad, also wenn ich den hier drüben nehme, das ist der gleiche wie minus Tangens 127 Grad. Also, das hat man hoffentlich jetzt auch gesehen, wenn ich hier diesen Winkel mit 0,6 und 0,8 hatte, waren es ja 53 Grad da dran. Und wenn ich den gleichen Winkel da drüben mache, mit
dann muss das Ganze negativ sein. Also die beiden Winkel und ein Minus davor müssen exakt das gleiche ergeben. Und wenn man es in den Taschenrechner eingibt, stimmt es auch tatsächlich. Den Tangens von 20 Grad, also zum Beispiel, wenn ich hier den 20 Grad Winkel habe, das ist der gleiche wie der hier drüben, nur mit einem Minus davor. Also es ist auch der Tangens von 160 Grad, nur mit einem Minus davor. Gut, dann kann es natürlich passieren, dass das Ganze hier drüben landet. Dann haben wir hier nicht mehr den Winkel hier, den wir betrachten können. Also wir können nicht mehr hier und nicht mehr hier rüber gehen. Dann müssen wir mit einem negativen Winkel anfangen, denn wir gehen ja immer von dieser positiven x-Achse aus. Also drehen wir entgegengesetzt. Aber dann kommt tatsächlich auch eine negative Steigung raus. War ja klar, wenn ich hier nach oben gehe, wird es positiv. Wenn ich hier nach unten gehe, wird es negativ. Also der Tangens von Minus Alpha, wenn ich also in die falsche Richtung drehe, und das geht, indem ich Minus Alpha schreibe, dann ergibt es auch einen negativen Tangens Alpha. Also das hier war der normale Tangens Alpha. Wenn ich nach unten gehe, ist es Minus Tangens Alpha. Auch wieder der Zusammenhang mit der Steigung. Die Steigung hier ist negativ und deswegen muss auch mein Tangens Alpha negativ sein. Als Beispiel, der Tangens von minus 13 Grad, also wenn das hier runter geht, der muss genauso sein wie minus der Tangens von 13 Grad. Also der Zusammenhang muss auch bestehen. Oder wenn ich den Tangens von 112 Grad habe, also das hier oben, der muss genauso sein wie minus der Tangens von minus 112 Grad. Und diesen Zusammenhang müssen wir dann halt einfach lernen. Das wäre es gewesen. Das sind die Dinge, die wir hier beim Einheitskreis lernen können. Am allerwichtigsten ist der Zusammenhang, dass ich mit der positiven x-Achse, also dem Teil von 0 bis hier weiter, dass ich dann Winkel bestimmen kann, wenn ich Steigungen habe und andersrum. Klar ist auch, bei 90 Grad, da ist mein x 0 oder ist mein y 0. Dann kann ich auch keine, bei 90 Grad hier oben sind wir, ist mein x 0. Damit kann ich auch keine Steigung bestimmen, denn y durch x ist dann nicht definiert, weil x ja 0 ergibt. Gleiches bei 270 Grad, da ist mein x auch 0, ja, und ich habe kein rechtwinkliges Dreieck mehr, sondern nur noch eine Strecke. Da kann ich natürlich auch keine Steigung bzw. kein Tangens bestimmen. Wichtig dabei auch, der Winkel wird immer mit der positiven x-Achse geschlossen. Ein Anwendungsbeispiel kriegt ihr jetzt gleich in dem nächsten Video.